Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Retro mit mir, dem Andi von das Nerd-Multiversum. Ja, bei unserem heutigen Let's Retro geht es um das Spiel Lunaländer von der Firma Atari, was 1979 erschienen ist und von Howard Dellman und Rich Moore designt wurde. Ja, und was gibt es großartig zu diesem Spiel zu sagen? Es war halt Ataris erstes vektorbasiertes Spiel und das erste Videospiel mit mehreren Perspektiven, bei dem sich die Ansichten auch änderten, wie jetzt hier gerade zum Beispiel schön zu sehen. Und in dem Fall ist es halt so, dass wir mit einem Mondlandemodul vorsichtig auf der Oberfläche des Mondes landen müssen und haben halt dafür Treibstoff zur Verfügung, der uns sozusagen runterbremst, und das ist dann alles am oberen Bildschirmrand zu sehen, und diese Informationen zeigen uns in dem Falle die Höhe, die Geschwindigkeit, wie schon gerade erwähnt, den Treibstoff und sowie auch die Punktzahl und die abgelaufene Spielzeit in dem Sinne. Und ich fange in dem Sinne auch schon mal hier an, damit ihr auch mal ein bisschen was von dem Spiel seht. Hier in dem Sinne jetzt das Mondlandemodul, was jetzt hier so langsam runterkommt. Und wir sehen da zum Beispiel auf der Oberfläche viele verschiedene blinkende Zahlen. Das sind hier in dem Falle, so, ich musste jetzt mal eben kurz schauen, dass ich nicht so schnell nach unten. Wir haben auch hier in dem Sinne zwei verschiedene Antriebsstärken, sage ich jetzt mal. Einmal halt, wo wir halt in der vertikalen und horizontalen uns bewegen können. Jetzt hier zum Beispiel für die Vertikale kann ich das so machen, dass ich dann einfach hier so drücke und für die Horizontale halt mich bewegen kann, was bei der Vertikalen nicht funktioniert. Und jetzt muss ich schauen, dass ich hier ein bisschen gegensteuere und langsam lande. Ah, ich bin leider kaputt gegangen. Ich schätze mal, weil ich zu nah an der Ecke gewesen bin. Nicht schlimm, versuchen wir es einfach nochmal von vorn. Ja, was gibt es denn sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Wir müssen halt vorsichtig landen, haben nur eine begrenzte Anzahl an Sprit. Und damals war es so, als dieses Spiel auf diesen Arcade-Automaten gelaufen ist, konnte man sich, wenn man Geld reingeworfen hat, Sprit erkaufen und somit halt unendlich dieses Spiel spielen. So, jetzt versuche ich mich mal. Ah, ich bin aber, glaube ich, wieder ein bisschen zu nah an dem Rand. So, das sieht schon besser aus. Aber jetzt rutscht der da schon wieder rüber. Das will ich gar nicht. Und ich habe auch nicht mehr so viel Sprit. Oh, jetzt sagt er auch schon, ich bin gleich leer. Ja, ich glaube, ach, das wird nichts mehr. Egal, lassen wir einfach leer laufen und uns nochmal kaputt machen. Und fangen dann nochmal von vorne an. Ja, wie gesagt, man konnte sich Sprit erkaufen und dieses dann unendlich spielen. Aber was bei diesem Spiel auch halt zu damaligen Verhältnis sehr revolutionär war, wie gesagt, schon diese zwei Ansichten, einmal von nah und von fern, war halt diese vektorbasierte Grafik, weil ursprünglich sollte Lunaländer ein textbasiertes Spiel sein, was schon 1969 entwickelt worden ist. Oh, das war knapp. Und man sich dann schlussendlich dann doch für diese Variante hier entschieden hat, was aber auch den Weg vieler weiterer Spiele geöffnet hat, weil zum Beispiel hieraus aus diesem Grafikstil, kann man sozusagen sagen, hat sich das Spiel Asteroids entwickelt. Und Asteroids hat dieses Spiel auch in dem Falle den Rang abgelaufen, da halt in dem Falle nicht genug Automaten, Module und so weiter und so fort verkauft worden sind und somit dann von Asteroids abgelöst wurde. Na, ich kriege das noch hin. Und
Ja, wie gesagt, zu dem mäßigen Erfolg noch eine andere Sache. Und zwar wurde 1980 Asteroids und Lunarländer als ersten beiden Spiele beim United States Copyright Office registriert. Und ja, das kann man in der Hinsicht so verstehen, wie bei uns jetzt in dem Falle mit der GEMA und so weiter. Es geht da halt wirklich um Urheberrechte und solche Sachen. Und ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich versuche jetzt hier, das ist mir noch zu schnell gewesen. Ah, ich glaube, ich werde das hier auch nicht mehr schaffen. Ich versuche es trotzdem. Nur mit so wenig Sprit ist das halt schwer. Ich versuche mir einzuteilen. Oh. Nee, leider nicht geschafft. Gut, ich versuche es jetzt aber trotzdem noch einmal, um euch wenigstens hier zu zeigen, dass das klappt. Muss dann jetzt halt auch mal ein bisschen, leider Gottes, das Reden einstellen. Weil ich jetzt halt hier wirklich, ich versuche jetzt mal nicht das da auf dieser hohen Spitze, sondern mehr unten in diesem Tal. Ja, ich könnte aber eventuell... Ja, vorsichtig. Ah, das sieht aber ganz schön schnell aus. Machen wir mal erstmal das alles wieder ein bisschen gerade. So, und jetzt versuchen wir mal vorsichtig auf dem Mond zu landen. Und in dem Falle wäre dann auch mein heutiges Let's Retro fertig. Heute ein bisschen kürzer wie sonst, aber ist ja nicht schlimm. Dafür wird es dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr. Und ja, bevor ich dann hier zum Abschluss auf dem Mond lande, würde ich dann einfach mal sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, mir ein Like da lässt, weil es wird jetzt in Zukunft mehrere solcher Videos hier geben auf meinem Kanal. Auch unter Umständen mal das ein oder andere neue Projekt. Und sage von meiner Seite aus dann einfach mal, ja, jawohl, geschafft, super, sage dann von meiner Seite aus dann, ja, viel Spaß und wünsche euch dann noch mit diesem Video viel Freude, hoffe, es hat euch gefallen und sage dann einfach mal, bis zum nächsten Mal, euer Andi von das Nerd-Multiversum, tschüss.